Meine lieben Herzerwärmer, hier spricht wieder die Jeanette. Und die Frage, die euch heute erwartet, ist die Nummer 10, die da lautet: Wie kommt ihr zur Arbeit? Welche Bewegungsart wählt ihr jeden Tag? Diese Frage habe ich deswegen gestellt, weil ich festgestellt habe, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob wir jeden Tag zur selben Zeit mit demselben Fortbewegungsmittel zur selben Arbeitsstelle fahren oder ob wir mal ein bisschen um die Ecke denken. Also, ich sage manchmal ein bisschen schnippig, ortsausgangsschildgebundenes Denken. Das betrifft diejenigen, die jeden Tag dasselbe machen und dann auch noch jammern. Also ihr hört es an meiner Stimme, das ist nichts für mich. Ich persönlich habe es schon ein paar Mal ausprobiert und ich hoffe ihr auch. Ich laufe manchmal. Wann immer es geht, laufe ich. Ich habe ja nie denselben Arbeitsweg, aber trotzdem alles unter einer halben Stunde versuche ich zu laufen. Selbst bei Regen, selbst bei Schnee, egal ob es früh um 5 ist oder abends um 9. Vielleicht hat es euch ein bisschen animiert, eine neue Fortbewegungsart zu finden, die ihr zur Arbeit und vielleicht von der Arbeit nach Hause wählt. Denn wir sehen komplett andere Dinge, wenn wir etwas mal komplett anders machen. Und wenn wir komplett andere Dinge sehen, öffnet sich unser Geist und wir entdecken in uns ganz neue Wege. Fühlt euch animiert. Morgen nehmt ihr mal was anderes, nehmt eure Füße oder euer Rad oder euren Roller oder was weiß ich. Macht morgen mal was anders. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der nächsten Podcast-Folge von Herzerwärmer. Und wir sehen uns und hören uns nächstes Mal wieder. Eure Jeanette. Herzlich willkommen zum Herzerwärmer Podcast, ein Projekt der Smart Life Toolbox FSK 18. Jeanettes Ziel als Deutschlands erste Herzwärmerin ist, dass du dich nach dem Hören ihres Podcasts augenblicklich lebensfroher, motivierter und einfach herzerwärmt fühlst. Du bist genau richtig, wie du bist. Guten Tag und herzlich willkommen in einem neuen Herzerwärmer-Interview. Heute habe ich jemand total Tolles wieder in meinem Interview. Und zwar den Toni. Toni ist aus der Schweiz zugeschaltet, direkt vom Bodensee, aus den Bergen. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens. Wir haben auf unseren Tischen Kaffee. Warte, was hast du noch so, Toni? Glas Wasser. Obst. Wasser. Und Toni, bevor wir mit irgendetwas starten und ich dir erkläre, was all diese Fragen hier in unserem Interview zu tun haben, am besten erklärst du mal kurz, wer bist du? Was machst du? Ja, in diesem Sinne ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite her. Vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, mit dir mal sich auszutauschen. Wir sind ja kurz miteinander in Kontakt gekommen und ja, was mache ich eigentlich so? Da muss man wirklich die Kurzfassung nehmen. Ich hoffe, ich lasse da nichts weg, was wichtig ist, und sonst fragst du einfach nach. Also ich bin Experte, Berater, Keynote-Speaker und Autor zu den Themen Leadership, Management und Sicherheit. Ja, Leadership Management ist den meisten bekannt, im Deutschen sagt man dem auch einfach Führung und Sicherheit. Da geht es vor allem aus dem Bereich der Unternehmenssicherheit, geht es aber auch rein in die allgemeine Geschichte der persönlichen Sicherheit. Also man kann ja eine sichere Umgebung haben, sich sicher fühlen, ein sicheres Umfeld, eine sichere Organisation, ein sicheres Produkt haben und so weiter und so fort. Also nicht nur von der Unternehmenssicherheit her, geht es rüber auch in den allgemeinen Begriff der Sicherheit. Ich kombiniere diese zwei Dinge, das heißt Führung und Sicherheit, als Schnittstelle, als Essenz rauszunehmen und mit mehr Präsenz zu verbinden. Das heißt, ich bin als gestandener Familienvater von zwei Kindern, mit meiner Frau wohne ich hier in der Ostschweiz, wie du gesagt hast, in der Nähe Bodensee, und habe da schon über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Führung und Sicherheit. Und das nutze ich jetzt zum Führungskräftemanagern zu begleiten, sie zu coachen in herausfordernden Themen, also nicht in Alltagsgeschichten, sondern wirklich herausfordernden Themen. Und ich berate und unterstütze Organisationen im ganzheitlichen Sicherheitsnotfallkrisenmanagement. So, alles andere lassen wir, glaube ich, weg, weil dann wird es da so ein Monolog, das wollen wir ja nicht. Und sonst fragst du einfach nur, ne? Wir kommen mit Sicherheit tiefer rein, weil das ist
enorm spannend, weil Führung ja auch immer etwas mit Führung mit sich selbst zu tun hat. Sonst kommt einem ja keiner hinterher. Also wir hatten uns vorhin kurz unterhalten, du hast 2 Kinder, ich habe 3. Ich habe immer, wo die Kinder noch klein waren, habe ich immer gesagt, ich stelle mir immer vor, ich bin ein Reh, ich gehe jetzt durch den Wald und ich werde nicht zurückblicken. Die werden mir automatisch folgen, weil ich ihre Mutter bin. Hast du dir so vorgestellt? Na, okay. Das hat auch funktioniert. Ich weiß nicht, man sieht das nicht so richtig. Ich habe dann immer so am Rücken mit meinen Fingern so tschuk tschuk gemacht und dann sind die echt gekommen. Also ich glaube, dass Führung echt was damit zu tun hat, wie stark man in sich selbst ist. Ja. Da kommen wir bestimmt noch drauf, auf dieses Thema. Es gibt eine Frage des Tages, die darfst du auswählen. Und zwar habe ich hier eine ganze Menge Fragen. Es gibt nämlich bei Herzerwärmer 101 Tipps, die wir verschicken zu bestimmten Themen. Und unter anderem läuft jedes Interview zu einer bestimmten Frage. Du kannst dir jetzt eine Frage zwischen 10 und 1 oder 1 und 10 auswählen. Außer die 3, die ist schon weg. Dann nehme ich die 10. Die 10. Da bin ich mal gespannt, wo es mich heute hinführt. Die Frage lautet, wie kommst du zur Arbeit? Wie kommst du zur Arbeit und welche Bewegungsart wählst du jeden Tag? Okay, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen das Umfeld natürlich mit einbeziehen. Ich arbeite von zu Hause aus ein Stück weit und ich arbeite beim Kunden. Das heißt, wie komme ich zur Arbeit? In diesem Sinne mal als erstes, wenn ich überhaupt morgens früh, am besten wirklich früh aufstehe und dann gleich loslegen kann, weil dann habe ich meistens am Tag das Thema, wenn man da irgendwie so langsam in den Tag hineinschlendert, dann kann man das nicht mehr aufholen. Also ich bin eigentlich so ein Frühaufsteher, kann man sagen. Ich habe jahrelang, bin ich 4:30 aufgestanden, war dann irgendwann 5:30 los und war dann 6 im Büro und konnte die ersten 2 Stunden wirklich gut arbeiten. Und jetzt von zu Hause aus ist das natürlich eine andere Geschichte. Das ist ein bisschen schwieriger, sich morgens 4:30 aufzustehen, um den gleichen Elan zu nutzen. Das mache ich jetzt nicht gerade unbedingt. Aber wenn ich zum Kunden gehe, wo ich ja in der ganzen Schweiz hauptsächlich unterwegs bin, dann muss es auch mal früh sein. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Öffentlicher Verkehr und Individualverkehr, sprich das Fahrzeug, den PW. Ich bin jetzt nicht irgendwie der mit dem Fahrrad zum Kunden kann, weil für das bin ich irgendwie zu abseits gelegen. Aber es ist doch gut, wenn man da wählen kann und sich so einrichten kann. Und vergessen wir es nicht, Digitalisierung über Webcam, Live-Calls und so weiter mit dem Kunden. Das ist ja auch eine Dienstleistung, die ich anbiete gegenüber anderen, die ich einfach forciere, weil ich sage, das sparst du einen Haufen Zeit, einen Haufen Organisation. Komm, wir machen doch einfach einen Conf-Call und dann muss ich nicht in die Westschweiz, nicht irgendwie in die Südostschweiz oder nach Zürich, sondern ich kann dann auch mal von zu Hause aus kurz arbeiten und der Kunde ist dann zufrieden. Wenn du dir raussuchen kannst, wie du zur Arbeit kommst, angenommen, dein Kunde, das ist jetzt mal eine wunderschöne Vorstellung, weil du lebst ja auch so entspannt wie ich, irgendwo im Wald, am Wasser. Angenommen, dein Kunde lebt nur 2 Kilometer von dir entfernt. Was würde dir am allerbesten tun, wie du dorthin kommst? 2 Kilometer. Also wenn es 1 Kilometer wäre, würde ich sagen, dann würde ich gehen zu Fuß. 2 Kilometer, da würde ich dann wahrscheinlich das Fahrrad wählen. Weil ein bisschen Bewegung fördert immer wieder mal die Durchblutung des Gehirns, unserer Zentrale. Ne? Und das kann wirklich nicht schaden und dann bist du auch gut unterwegs. Es ist einfach immer ein bisschen die Frage, ob du da mit dem Anzug hin musst oder ob du da ein bisschen leger, so wie jetzt heute ich einfach mit einer Buntfaltenhose und einem Pullover da unterwegs bist. Das hat schon viel damit zu tun. Ne? Im Sommer bei 30 Grad mit dem Fahrrad 2 Kilometer hinzuradeln, ist dann vielleicht auch nicht ideal. Also best case wäre dann in diesem Falle so 18 Grad Temperatur, leicht bewölkt, in legerer Kleidung mit dem Fahrrad. Aber sonst nehmen wir lieber zu Fuß einen Kilometer, dann passt das schon. Aber auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich bin eigentlich gar nicht der, der gerne irgendwie so nah beim Arbeitsplatz ist. Ich habe lieber eine gewisse Distanz, weil dann kann ich mich mental vorbereiten und ich kann auch runterfahren. Und das hilft dann schon, das ein bisschen zu trennen, das Private und das Berufliche.
Wie machst du das im Moment? Ich frage das natürlich auch aus persönlichem Interesse. Wie machst du das, wenn du auch ein Büro zu Hause hast? Die Kinder kommen aus der Schule, beziehungsweise die Kinder müssen erst mal in die Schule. Wie bereitest du dich mental darauf vor, dass du an diesem Tag zu Hause genauso straff durcharbeitest wie draußen? Das geht nicht. Kriege ich nicht hin. Kriege ich nicht hin. Das Thema ist, ist einer der Gründe, warum ich mich jetzt gerade dazu entschlossen habe, genauer noch nachzuschauen, wo ich eine Räumlichkeit zusätzlich außerhalb habe. Weil gewisse Dinge einfach so auseinandergerissen werden im familiären Umfeld und im beruflichen Umfeld. Weil meine Frau arbeitet noch Teilzeit. Das heißt, manchmal ist sie denn da oder nicht da. Und die kleinen Jungs, wie gesagt, 11 und 8 Jahre alt, die wollen natürlich den Papa auch sehen und die wollen vom Papa Informationen. Die brauchen ihn für irgendwelche Unterstützung, wenn man jetzt nicht gerade das Mittagessen vorbereitet und so weiter. Oder zum Beispiel Hausaufgaben. Dann zieht sich der Tag unendlich in die Länge. Und hier Hut ab für jede oder jede selbstständige Mutter, die da wirklich Kinder allein erziehen muss, wie man das hinkriegen kann und wo man sich da noch Unterstützung holen muss. Also das ist schon nicht zu unterschätzen. Ne? Also hier mal Hut ab und ein großes Lob für all die, die das beruflich und familiär hinkriegen. Wenn man da nicht einfach nur eine Nanny hat, die da die ganze Arbeit abnimmt und sagt, ich mache den halben Beruf. Ne? Ja, Möchte ich also hier ich jetzt mal kenne. kurz reingeben, weil das gibt es ja auch. Ne? Ich habe eine Nanny auf der Seite, die Ja. sorgt für meine Kinder und ich mache das Berufliche. Das finde ich dann nicht so toll. Aber für mich ist es so, wie gesagt, morgens früh natürlich ideal. Deshalb auch jetzt bei uns hier diese Geschichte eher am frühen Morgen, also früher morgen am Morgen als am Nachmittag. Weil nachmittags sind die Kinder ja dann schneller wieder zu Hause. Und wie man es sonst hinkriegt, das zieht sich einfach über die ganze Geschichte hinaus. Ne? Das, was ich montags bis Freitag nicht hinkriege, muss ich dann am Wochenende mal aufarbeiten. Habe ich deine Frage beantwortet? Ja, wie geht es dir damit, wenn du Dinge aufschieben musst? Vielleicht, weil die Kinder dazwischen kommen. Vielleicht liebst du deine Arbeit ja genauso wie ich. Vielleicht ist auch mein Kind krank. Wie geht es dir dann damit? Ja, es ist so ein Thema Beruf, Karriere, Familie, Freizeit, wenn man die noch hat oder wie man die gestaltet. Ehrlich gesagt, kann man da wirklich hingehen und also jeder, der noch keine Familie hat und Familie gründen möchte, muss sich einfach komplett bewusst sein, dass nichts zu 100% geht. Also man kann nicht Beruf 100% ausführen oder Familie oder die Karriere planen, wenn das überhaupt noch gefragt ist, oder die Freizeit und das Reisen. Also nichts geht zu 100% über eine längere Zeit. Man kann sich vielleicht mal eine Auszeit nehmen. Also ich glaube, in Deutschland habt ihr ja noch einen tollen Mutterschaftsurlaub oder wie man dem sagt, gell? Das habt ihr nicht? Ja, wir haben 16 Wochen für die Mütter und das war's. Ich Und weiß, dass. die Väter haben zum Teil 1, 2 Tage, je nachdem bei welchem Unternehmen oder bei welcher Organisation, dass man arbeitet. Also das Okay. ist nicht zu vergleichen mit 1 Jahr oder 2 Jahre und so weiter. Das gibt es in der Schweiz nicht. Und wenn, dann sind das Ausnahmen, die mir nicht bekannt sind. Ja. Aber da ist wirklich so das Thema, wenn du dann Kinder hast und Familie hast, dann kannst du nirgends zu 100% da sein, wenn du alle Elemente brauchst. Ne? Wenn du nur, also nur, ich meine das jetzt zeitlich bezogen und nicht vom Aufwand, Mutter bist, ne? Familienmutter oder Familienvater als Hausmann, dann hast du da natürlich deinen Fokus und du musst nicht noch zusätzlich für den finanziellen Input sorgen. Dann kriegst du das hin. Dann kannst du dich da 100% reingeben. Ne? Aber sobald du irgendwie beide Elemente hast, dann muss man sich einfach bewusst sein, dass das nicht geht. Und das ist da für mich schon manchmal auch eine Herausforderung. Ich würde gerne mehr, kann dann vielleicht nicht, muss es dann herausschieben oder aufschieben. Und das gibt dann schon so ein Thema, das nicht befriedigend ist, sage ich jetzt mal. Da muss man sich selbst zurücknehmen. Und die einzige Möglichkeit, die du hast, ist einfach zu terminieren, zu sagen, bis wann möchte ich es. Und dann knallhart eine Disziplin auffahren, sagen, dies und dieses Zeitfenster ist reserviert, komme, was wolle, egal welcher Kollege, welcher Freund, welches Familienmitglied, das auf Besuch ist, was auch immer. Du musst dann wirklich eine harte Linie ziehen, weil Ja. sonst verlierst du dich.
Und wenn ein Kind krank ist, dann musst du halt die Dinge hinten anstellen. Das ist schon so. Also ich weiß ja nicht, wie es dir dabei geht. Kriegst du das so hin? Du sprichst mir die ganze Zeit aus dem Herzen und ich glaube, du sprichst nicht nur mir aus dem Herzen, weil ich finde auch, das ist die ganze Zeit ein Spagat, der dich dann aber auch dafür qualifiziert, über deine Themen zu sprechen, oder? Du kannst doch bestimmt aus deinem ganz normalen Familienalltag unheimlich viel in deinen Arbeitsalltag mitnehmen, oder? Absolut, absolut. Ich habe jetzt gerade so eine Resonanz. Ich habe ja keine Haare mehr auf dem Kopf, wie du siehst, oder es sind schon noch ein paar da, aber die sind abrasiert. Aber wenn ich mit jemandem rede und der spricht etwas an und es gibt eine Resonanz bei mir, dann stellen sich bei mir die Ja, Haare das auf. kenne ich. Und Gänsehaut. das war genau jetzt wieder der Fall. Es ist natürlich so. Ne? Du kannst natürlich jetzt, ich nutze das Wort Coaching nicht so gerne, weil es in den letzten Zeiten ein bisschen in Verruf geraten ist. Ich sage dann lieber Begleitung. Aber grundsätzlich coache ich ja auch Führungskräfte. Ne? Und das sind Unternehmer, das sind Führungskräfte im oberen Management oder wenn es um Organisationen geht, natürlich ganze Bereiche. Und diese Begleitung, dieses Coaching, das hat mit dem Thema, wie soll ich sagen, Familie und mit diesem Gewicht, was nimmt man wo an, was terminiert man, welche Disziplin bringt man auf, welche Leidenschaft bringst du in deinen Job, welche Klarheit hast du über dich selbst, über den Job, was du machen willst und das große Warum. Das hat natürlich eins zu eins eine Präsenz. Da kannst du in die Businesswelt reingehen, da kannst du in Vorträge reingehen, da kannst du in Coaching reingehen. Da kannst du wirklich in das Thema Führung, Selbstführung reingehen und das gut kombinieren. Ich habe festgestellt, wenn ich das bei Vorträgen, bei Keynotes mache, dass Frauen sehr gut darauf ansprechen. Die kennen wahrscheinlich das Problem ein bisschen eher als die Männer. Und bei den Männern geht es dann eher darum, wenn ich da die Verknüpfung nehme von Vater und Sohn, ob die jetzt positiv oder negativ geprägt war. Aber es hat da schon einen Familienaspekt und wenn man dann selber noch Kinder hat, wie man das dann weitergibt oder nicht, tönt jetzt ein bisschen speziell, aber ich bin schon immer einen unkonventionellen Weg gegangen. Also das heißt, ich verbinde ja die Themen Führung, Selbstführung, Unternehmens- und Mitarbeiterführung mit dem Thema Sicherheit und bin da nicht irgendwie in dieser oder einen Schiene, sondern ich gehe wieder meinen eigenen Weg. Und das ist da dasselbe. Also du könntest stundenlang über das Thema reden und ich sage immer, wenn jemand eine Familie im Griff hat, als Mutter zum Beispiel, und das organisieren kann, dann wäre das eigentlich eine ideale Führungskraft. Nur wird es in der Privatwirtschaft nicht gerne gesehen. Und wenn eine Mutter mal aus dem beruflichen, sag ich jetzt mal, Fahrwasser draus ist, sich mal abgemeldet hat, ist es manchmal schwierig, da wieder reinzukommen. Ich habe bei dir die ganze Zeit die Gänsehaut. Also Okay. ich freue mich, was ja unsere Zuschauer gerade nicht wissen. Wir haben uns echt gerade eben erst kennengelernt. Wir wurden ja miteinander verbunden, so ein bisschen mit dem Hinweis, ich glaube, ihr passt irgendwie zueinander, unterhaltet euch mal. Und wie du über diese enorme Herausforderung sprichst, all diese Dinge, die ja ganz, 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 ganz viele Menschen gleichzeitig machen. Wir müssen ja irgendwie, die Kinder sind ja auch was Tolles, die wollen wir ja haben, aber wir wollen ja auch einen Job haben, der uns gefällt, der uns Spaß macht, der uns erfüllt. Wir wollen natürlich auch, dass unser gesamtes Freizeitleben samt Haushalt in Ordnung ist. Das ist so eine große Herausforderung, die du da ansprichst. Und das Thema hatte ich in noch keinem Interview. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Ich habe schon wieder eine Gänsehaut. Also da würde ich gerne noch ein bisschen drauf rumreiten, ne? Kannst du ein Beispiel erzählen, wo du aus dieser Riesenherausforderung, Familie, Beruf, Freizeit miteinander zu verbinden, wie du das in deinen Job transportieren konntest oder vielleicht an einem Beispiel von jemandem, dem du helfen konntest? Ja, ich kann jetzt erst das eigene Beispiel nehmen und dann vielleicht noch ein berufliches ranhängen. Also ich habe ich muss mal selber überlegen, war denn das? Mit 39 habe ich mich entschieden, noch ein Studium anzufangen Okay. und hatte gleichzeitig den Job, eine Abteilung aufzubauen im Großkonzern und na, eine Familie dazu natürlich noch. Ne?
Ja. Und da stellt man sich dann schon die Frage, also will man jetzt mit 39, ich sage jetzt mal mit 40, dann ist es ein bisschen einfacher, soll man da noch studieren, will man da studieren, muss man da studieren? Ich habe bis anhin kein Studium gehabt. Das heißt, ich hatte mehrere Berufsabschlüsse. Das geht vom Blaulichtbereich, von der Polizei, Führungsausbildung im Zivilen oder auch Erwachsenenbildung. Hatte ich mehrere Berufsabschlüsse und habe dann gesagt, ich möchte den Ganzen noch einen Rahmen bilden und das Ganze zusammenfassen, machen Studium. Und gleichzeitig bin ich seit 2 Jahren dann in dieser Organisation gewesen, in diesem Großunternehmen mit etwa 5.700 Mitarbeitern und war da für die Sicherheit zuständig. Also nicht eine kleine Geschichte, eine große Geschichte. Ja. Und wir hatten da gewisse Vergangenheitsbewältigung, Gegenwarts, sage ich jetzt mal, zu handeln und Zukunftsplanung anzugehen. Und dann kommt noch das Studium, ne? Und da fragst du dich, macht man das und wie macht man das? Genau. Und dann kommen wieder die Themen, die ich vielleicht hier ganz kurz zusammenfassen kann. Das ist ja auch da, wo ich mir so meinen Leitspruch hingelegt habe. Menschen gewinnen und erfolgreich und sicher zum Ziel führen durch Klarheit, durch Leidenschaft und Umsetzung. Und Klarheit, ja, du musst einfach wissen, was ist deine Vision, wer bist du und mit wem gehst du diesen Weg. Wenn du die Leidenschaft hast, die entdecken oder wiederentdecken, sie stärken und vor allem nutzen. Und dann schlussendlich die Umsetzung, da brauchst du eine Strategie, eine Planung, du brauchst die Disziplin und du brauchst die Geduld, die Zeit walten zu lassen. Und das sind genau die Dinge, die mich jetzt hier hingebracht haben, wo ich bin. Denn da geht einfach nichts. Wie ich gesagt, morgens 6 Uhr habe ich 2 Stunden für mich vorbereitet, habe da irgendwie fürs Studium gearbeitet. Und jetzt kommt der wesentliche Punkt: alles, was du angehst, sollte miteinander verknüpfbar sein. Deshalb auch bei mir wieder. Viele sagen ja, du musst dich konzentrieren und fokussieren, da bin ich absolut dabei. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um dieses Thema geht, ich habe gesagt, ich möchte Betriebswirtschaft studieren, weil für mich die Management-Komponenten noch dazugehören, von denen habe ich ein bisschen wenig. Und ich möchte das Ganze aber mit dem Thema Sicherheit verknüpfen und habe dann 2 Studienlehrgänge miteinander gemacht. Also das heißt, ich hatte die 2 Studienlehrgänge, genau, konnte die verknüpfen. Hatte dann noch die Abteilung aufzubauen, um ganze Dinge, Projekte anzugehen und musste dann das ganze familiär noch in den Kontext bringen. Und da brauchst du auf der einen Seite natürlich eine Familie, die Verständnis dafür hat und Ja. eine Partnerin oder einen Partner, der sagt, okay, wir gehen jetzt da ein bisschen zurück, wir nehmen uns ein bisschen zurück, damit du da die Freiheit hast. Aber du, ich bin da wirklich am Wochenende da hingesessen, ich habe Dinge gemacht und das war okay. Aber meine Familie war dann nicht da, die war dann vielleicht im Freibad, war unterwegs und ich habe da gearbeitet. Ich habe eine Hausarbeit von 12, 15 Seiten während einem Urlaub von 2 Wochen noch geschrieben, währenddem dass meine Familie da unterwegs war. Und ich auch. Ich war dann einfach in dieser Wohnung, in diesem Apartment und habe da noch für mein Studium gearbeitet. Also, wenn du das Warum hast oder wieso machst du das? Dann bringt dir das eine gewisse Klarheit, ne? Und dann kannst du da die Leidenschaft reinnehmen. Und wenn du das Ganze dann noch verbinden und verknüpfen kannst, dann hast du auch die Möglichkeit, und das war dann bei mir 3 Jahre, wirklich da den Fokus so zu setzen, dass du sagst, ich verzichte in diesen 3 Jahren auf gewisse Dinge. Und das musst du einfach auch. Du musst auf gewisse Dinge verzichten, weil, wie wir es vorgesagt haben, du hast keine 100% auf verschiedenen Beinen. Aber für mich, so als Abschluss vielleicht noch zu diesem Thema, man soll einfach auch die Dinge nutzen, die sich anbieten, ne? Also ich habe zum Beispiel, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen lustiger, aber ich hatte ja keine Ahnung von Wirtschaftsstatistik. Und bei mir hat irgendwie die mathematische Thematik hat bei mir eben aufgehört, als da noch Algebra in der Schule war. Und ich hatte das irgendwelche x Jahre davor, wenn nicht Jahrzehnte davor, das letzte Mal gehabt. Und da musst du da rein mit Wahrscheinlichkeitsrechnung und irgendwelchen Dingen. Ja. Und warum Dinge nutzen? Ich habe dann einfach kurz gesagt, YouTube-Filme angeschaut, Clips angeschaut, so irgendwie Wirtschaftsstatistik oder Mathematik oder irgendwelche Wahrscheinlichkeitsrechnung für Dummies, für Erstsemester und so weiter.
und bin da bei 30 Grad im Schatten gesessen und habe irgendwelche YouTube-Filme angeschaut, damit ich das verstehe, was in den Büchern stand. Ja? Das mache ich mit den Kindern auch manchmal. Und da ist schon ein Unterschied, ob man 25 Jahre alt ist oder ob man irgendwie 40 Jahre alt ist, weil die Jungen, die sind schneller, die haben es viel schneller im Griff, die haben die Dinge viel schneller, sie können sie schneller aufnehmen und die dann schon ein bisschen älter sind, um die 40 Jahre, und die haben dann da vielleicht ein bisschen mehr Mühe. Aber es geht wirklich darum zu sagen, klares Ziel, dieses anzupeilen, komme was wolle, der Weg dahin so gut wie möglich zu planen, mit Leitplanken, mit ein bisschen Flexibilität zu lassen, zu sagen, okay, wenn ich heute nicht das mache, dann mache ich es dafür morgen oder übermorgen, aber diese Woche bestimmt. Und du musst dir einfach immer wieder Häppchen machen, so kleine Schritte, so ein Projektmanagement würdest du Milestones sagen, Meilensteine. Das ist im privaten Leben dasselbe. Und mich fragen manchmal Leute, ja, wieso hast du da noch ein Grundstudium angefangen? Dann sage ich, ja, weil ich habe ja noch ein paar Jahre. Und wenn ich auch pensioniert wäre oder Frührentner wäre, zum Beispiel mit 50, weil ich irgendwie genug Geld auf der Seite hätte, dann kann ich mir nicht vorstellen, nichts zu tun. Und ich will nicht ein Haus bauen und da beim Dachstock, sag ich jetzt mal, beim obersten Stockwerk zu beginnen und habe da nicht mal die Basis, ne, das Fundament, geschweige denn einen Keller. Und das machen aber viele Leute. Sie haben irgendein Ziel, haben irgendeine tolle Idee, machen sich keine Gedanken darüber, auf was baut es auf, wozu und wo will ich mit dem hin. Und bei mir ist die ganze Geschichte immer eine langfristige Planung. Vielleicht Weißt du, ist was das so so ein bisschen herrlich das ist? Schlüsselwort, so langfristig. Ich habe hier gerade deine Karte, ne? Deine Frage habe ich vor mir liegen. An sich haben wir uns vorhin darüber unterhalten, wie du von einem Ort zum nächsten kommst. Aber merkst du, dass wir die ganze Zeit darüber sprechen, wie du Dinge so aufbereitest, dass du zum Ziel kommst? Das ist total faszinierend, weil hast du bestimmt in deiner Arbeit auch schon festgestellt, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die gar keine wirklichen Ziele haben. Manchmal haben sie Ziele, aber keine Lebensträume dazu oder keine Motivation, ihre Ziele zu erreichen. Ja, ich muss nicht mehr sagen, ich muss nur noch zeigen. Es ist Das ist schon, ja toll. es gibt da so eine Geschichte, die ich in meinen Vorträgen manchmal, nicht immer, aber manchmal nutze. Und die handelt, ich will es jetzt hier nicht groß erzählen, aber kurz gesagt, die handelt von einem Jungen, der verliert seinen Vater. Und der verliert aber seinen Vater, ohne dass ihm das bewusst wird. Und er sagt ihm das letzte Mal Adieu. Und das nächste Mal, wo er von ihm hört, hört er einfach nur, dass er gestorben ist. Ne? Und wir müssen uns dessen einfach bewusst sein, dass wir haben nur eine begrenzte Zeit. Und ich will jetzt hier gar nicht abdriften in irgendwelche, sage ich jetzt mal, spirituellen Themen, weil das ist ja nicht immer überall bei jedem gern gehört. Und es kommt auch nicht an, weil man so einen Filter hat, der sich über die letzten Jahrzehnte halt durch gewisse, sage ich jetzt mal, Bewegungen von Leuten, die sich da, oder Menschen, die sich da publik gemacht haben, Widerstand aufgebaut hat und ausgenutzt wurden, sondern wirklich jetzt mal rein faktisch für alle Deutschen, die Zahlen, Daten, Fakten lieben, mit Emotionen kombiniert. Irgendwann stirbst du einfach. Punkt. Und du hast es selber in der Hand. Machst du was draus? Ja, nein. Und du hast es selber in der Hand, in welche Richtung das du gehst. Gehst du das Ganze einfach nur mühselig, weil du irgendwann mal einen Job angefangen hast und machst den einfach nur, weil du nichts anderes kennst, ne, und bist unzufrieden? Jetzt Klammer auf. Es gibt auch Leute, die machen diesen Job und sind zufrieden. Die sollen es so machen. Klammer zu. Oder du entscheidest dich dazu, deine Leidenschaft zu finden und deinen inneren Wert rauszukehren und zu sagen, okay, was will ich denn überhaupt? Und jetzt kommt der große Moment, ne? Je älter du wirst, desto schwieriger ist es, eine Kurskorrektur zu machen. Ja? Stell dir mal vor, du hast vorher vom Arbeitsweg geredet, oder wir nehmen jetzt mal eine Schiffsreise, ne? Und du sagst, okay, ich möchte jetzt aufs Schiff, ich möchte aufs Meer hinaus. Ne? Jetzt kannst du da mit einer Nussschale los.
Du kannst da mit einem kleinen Boot los, du kannst da mit einem mittleren Motorboot oder vielleicht mit einem Segelboot raus. Du kannst aber auch ein Schiff nehmen, ein großes Schiff bis zum Containerschiff. Und wenn du nicht weißt, wo du hin willst, woher sollst du denn wissen, was du brauchst, damit du da hinkommst? So. Und jetzt haben viele einfach das Thema, die haben sich irgendwas angesammelt über die Jahre. Das sind finanzielle Verpflichtungen, Auto, Haus oder irgendwelche andere Geschichten. Die haben sich vielleicht eine gewisse Schulbildung oder vielleicht irgendwo positioniert im Unternehmen, aber die haben gar keine, wirklich, wie du gesagt hast, keine Ahnung, was will ich denn und wo will ich hin? Und sie schleppen diesen, ich sage jetzt mal, Ballast mit und diese Annehmlichkeiten, die sogenannte Komfortzone natürlich. Und jetzt geht es darum, auf einmal festzustellen, hey, ich will das gar nicht. Ich will da gar nicht hin. Oder ich bin eigentlich auf dem falschen Kurs oder auf dem falschen Dampfer. Jetzt solltest du das Ganze zurücklassen und einen anderen Weg eingehen. Und diese Opferbereitschaft haben viele nicht. Weil, und jetzt kommt natürlich ein großer Punkt dazu, und das muss man auch ehrlich sagen, dann nicht nur du selbst mit drin bist, sondern es sind ja andere mit drin eingewoben. Deine Familie. Du hast drei Kinder, ich habe zwei. Dann gibt es unter Umständen noch einen Partner, Familie, Eltern, Großeltern und so weiter und so fort. Und es gibt Freunde. Beruflich bist du vielleicht gut positioniert oder du hast ein eigenes Unternehmen. Aber du merkst, du passt da nicht mehr rein. Und dann geht es einfach darum, sich so zu positionieren, dass man das loslassen kann. Ob jetzt als Unternehmer möglichst früh eine Nachfolgeregelung hinzukriegen, zu sagen, wie baue ich das Unternehmen auf, dass ich es weiter verkaufen kann, abgeben kann. Oder als Führungskraft, und das ist dann bei mir wieder ein bisschen ein Thema, wo ich ja Führungskräfte, ob jetzt in meinen Keynotes als Vortrag oder als Impulsvortrag platziere oder im Coaching, zu sagen, sind Sie sich denn überhaupt bewusst, wollen Sie denn führen? Wollen Sie führen? Und diese Frage stellt sich nicht jede Führungskraft. Stimmt. Und das ist das große Thema. Das ist das große Thema, die große Schwierigkeit. Da dann aufzuhören und zu sagen, hey, ich bin, wenn man den Bogen nimmt, dann zur Reise hin. Darum wisse, wo du hin willst und dann bereite dich darauf vor und das lange Zeit bezogen oder so auf 3, 5 bis 10 Jahre. Ne? Wie machst denn Und du vor das? allem. Und vor allem musst du in dem Moment, wo du entscheidest, okay, das ist mein Ziel, ich möchte das und das Schiff benutzen oder das Boot oder was auch immer, musst du dich ja mit extrem vielen Menschen unterhalten, die dir das Wissen vermitteln, wie du überhaupt dieses Boot steuerst, wie du zum Ziel kommst, oder? Das geht doch niemals, wenn man nur allein ist. Ja, genau. Also du hast natürlich gewisse Möglichkeiten, alleine loszulegen. Wie gesagt, mit der Nussschale geht's noch, mit einem kleinen Boot geht's auch noch. Und sobald du dann ein bisschen mehr hast, dann wird es dann schwierig. Oder sagen wir jetzt mal, für diejenigen, die jetzt vielleicht nichts mit Segeln am Hut haben, geh mal hin und sagen, wir wollen ein Event veranstalten, eine kleine Geburtstagsparty kriegst du noch hin. Ne? Wenn es dann darum geht, ein bisschen mehr Leute einzuladen, da reden wir jetzt vielleicht von 30, 50 so, dann brauchst du schon ein bisschen Unterstützung. Und wenn es dann ein großes Fest gibt oder eine große Veranstaltung, dann kommst du alleine auch nicht mit ein. Und genauso ist es auch mit deinem Fokus, ne? Also mit deiner Leidenschaft, die du hast und deinem Fokus, wenn du das auf das konzentrierst, die Essenz in dir, und du sagst, in diese Richtung, das macht mich aus, da bin ich gut, das möchte ich machen, da kann ich einen Mehrwert stiften, jetzt sind wir eigentlich schon in Unternehmensberatung drin, Mehrwert stiften. Dann kannst du die anderen um dich herum holen und dann geht es um die gemeinsame Mission, die du hast. Ne? Und das sind schon Themen, du kannst auch das falsche Team haben. Darum am Anfang Klarheit über sich selbst, über dein Team und über die Vision. Und ich sage immer in den Change-Management-Projekten oder Führungscoachings oder wenn es in Vorträge geht, nochmals, die Führungskräfte oder das Management, die Führungskräfte, die müssen eine ganz klare Vision haben. Und die müssen eine klare Mission haben. So, und jetzt beginnt schon die Krux. Du hast mehrere Führungskräfte.
Wer hat hier die gleiche Vision und Mission? Und wer trägt sie zu 80% mit? Sie muss zu 80% stimmen. Wenn da jemand dabei ist, der irgendwie bei 50% mitmacht, dann ist der fehl am Platz. Dann stimmt schon die Management-Ebene nicht, ne? Und wie viele Leute sitzen in Management-Positionen, die ihren Job nur noch machen, des Geldes wegen, aber nicht, weil sie die gleiche Vision von sich selbst und dem Unternehmen haben. Und ich konnte in der Vergangenheit immer Menschen gewinnen, wenn auch das Lohnverhältnis dann vielleicht nicht so gut war wie beim bisherigen Job, den sie hatten, aber weil ich denen die Vision aufgezeigt habe. Und die Vision hat sie dazu gebracht zu sagen, okay, ich nehme diese Opportunitätskosten, ne, und arbeite mit. Und deshalb bin ich auch immer, jetzt schweife ich schon ein bisschen ab, aber ich denke, das könnte noch interessant sein für die Zuhörer auch. Ich positioniere mich da ein bisschen außerhalb von vielen und ich mache mir nicht immer Freunde, aber ich sage immer, du musst die Mitarbeiter nicht motivieren. Wieso sage ich das? Aus dem einfachen Grund, wenn du Mitarbeiter gewinnst, die richtigen Mitarbeiter gewinnst, die deine Vision, deine Mission mit dir tragen, deine Idee und dafür kämpfen und das sehen und sagen, ja, da mache ich mit beim Toni, mache ich mit bei Lea, mache ich mit, das ist das, was ich möchte, dann klappt das, ne? Dann hast du die Leute und die kommen motiviert zur Arbeit. Wenn du Mitarbeiter hast, die sagen, oh, ich bin heute nicht so motiviert, dann geht das ja mal. Sind das aber ein paar Tage und da ist nicht irgendwas Schlimmes passiert, ne? Und dann sagen sie irgendwie, ah, der Mitarbeiter, der motiviert uns oder der Vorgesetzte motiviert uns nicht so, er ist nicht so Ha-Chaka unterwegs. Dann hast du die falschen Mitarbeiter. Dann lass die los, schick sie nach Hause und such dir neue. Auch wenn es hart klingt für jeder, der jetzt denkt, was ist jetzt der Toni für einer? Aber du bist am falschen Ort. Und jetzt mache ich, bevor du die Karte reinhältst, was motiviert dich jeden Tag auf zur Arbeit zu gehen? Genau. Also an sich, ich verstehe jedes Wort, was du sagst, ne? Sprich Ja. weiter. Hast schon. Und ich sage immer, wenn du in Unternehmen bist, du arbeitest da, ob egal jetzt als Mitarbeiter, Führungskraft, Fachkraft, egal. Du arbeitest da eine gewisse Zeit. Du lässt deine Energie da, du bringst sie da rein und du bekommst Energie. Ich nehme immer so ein Beispiel, so ein Glas Wasser. Jetzt kommst du da in ein Unternehmen rein, das Wasser ist jetzt klar, klar einfach, weil es am einfachsten ist für die Sinnbildlichkeit und du bist jetzt der blaue Tropfen. Ne? Kommst da blau rein. Wenn deine Kraft, deine Energie zu klein ist, dann wirst du keinen Unterschied merken, dass da ein blauer Tropfen reingefallen ist. Das heißt, du wirst dich auflösen mit deinem Energiehaushalt, du wirst Schwierigkeiten haben, dich da durchsetzen zu können und das Unternehmen wird keine Farbe annehmen. Kommen jetzt da aber 100 Tropfen rein in der gleichen Größe, kann sich das Unternehmen bewegen und es nimmt Farbe an und Veränderungen an. Und deshalb geht es bei großen Unternehmen und vor allem auch bei öffentlich-rechtlichen, also bei Beamten, Behörden, Organisationen, sehr stark darum, das bewegt sich nur, wenn genug viele Leute mit neuer Energie, mit neuer Idee, mit neuer Verantwortung, mit neuem Engagement reinkommen, dann kann sich da was bewegen, sonst nicht. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dieser eigenen Energie. Du lässt die da und du bekommst was ab. Du bekommst, wenn wir eher von dieser Farbe reden, wirst du nicht mehr dunkelblau, sondern vielleicht ganz, ganz leichtes Hellblau noch haben. Also du hast etwas da drin gelassen und du bekommst eine Organisationsidentität mit, wenn du je länger, dass du da drin bleibst und du gehst. Und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, also Chefsache präsenzielle Führung. Das steht ja für Wir Präsenz und verlinken das, Essenz. ne? Genau, Präsenz und Essenz in der Führung. Und da geht es genau darum, die wenigsten Leute sind sich bewusst, dass sie ihre Lebenszeit, nicht Arbeitszeit, Lebenszeit im Unternehmen verbringen. Du wirst bezahlt für deine Zeit im Unternehmen, je nachdem, was für einen Auftrag, eine Aufgabe, das du hast. Aber das ist deine Lebenszeit. Oder geh mal hin und sag dir mal, ja, ich habe noch genug Arbeitszeit. Haha. Das sagt kein Mensch. Wie viel Arbeitszeit hast du noch? Oder wie sieht
du redest ja von Lebenszeit. Also du lässt dein Leben im Unternehmen. Und wenn da ein Mitarbeiter drin ist, der motiviert werden möchte, weil er selbst nicht die Energie hat, die Leidenschaft hat für diese Aufgabe, dann ist er im falschen Unternehmen. Dann musst du ihn loslassen, du musst ihn dazu zwingen zu gehen, wenn es sein muss, und er muss sich woanders niederlassen. Und jetzt kommt aber die große Krux. Viele Menschen wurden dazu erzogen, zu arbeiten wie Arbeitstiere und sich nicht Gedanken machen oder zu machen, was will ich überhaupt? Ich meine, die heutige Zeit, da 2000 rum, wir haben es ja ideal, wir können uns Gedanken machen, was wollen wir für eine Aufgabe, für eine Tätigkeit, für einen Job, für einen Beruf wählen. Vor ein paar Jahrzehnten hattest du da die Gelegenheit nicht. Nein. Da musstest du einfach funktionieren und arbeiten, damit du was zu essen hattest. Ja. Aber die Generation, die Neuen kommen, die Alten gehen, und jetzt ist es daran Zeit, auch die Organisation so zu transformieren, dass sie den neuen Generationen gerecht werden. Und ich sage dir hier einfach ganz kurz und knapp, die Unternehmen, die Organisationen, die es verpassen, sich auszurichten auf die neuen Organisationen, deren Wert, einen Sinn zu vermitteln, in all diesen Aufgaben, die bisher anhin gemacht wurden. Ich nehme hier das Beispiel, nehmen wir das Beispiel für Sicherheit. Ja. Nicht ein beliebtes Thema in Unternehmen, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Gefahrenabwehr und so weiter, so mühsam, ne? Mühselig. Wenn du nicht gerade in der Dienstleistungsbranche bist, dann ist es auch nicht unbedingt gerade gewinnbringend im ersten Moment. Also das haben früher Leute ausgeführt, die loyal ein gewisses Hierarchieempfinden hatten, eine Aufopferungsbereitschaft, sich damit auseinandergesetzt haben und abgefunden haben, dass sie einen Job machen, der nicht unbedingt beliebt war, und den unterbezahlt. So, also all die Leiter Unternehmenssicherheit, die Konzernsicherheitsmitarbeiter in Führungspositionen, die haben das in der Vergangenheit so gemacht. Jetzt gehen die Babyboomer in den nächsten Jahren, gehen die in Rente. Jetzt haben es gewisse Organisationen verpasst, diesem Thema Unternehmenssicherheit einen Wert und einen Sinn, vor allem die Wertschätzung zu zeigen. Ne? Vielfach ist das irgendwo unten im Organigramm versteckt. Man sagt, ja, man will da nicht irgendwie das Ganze aufbauschen und nicht zu groß und nicht zu sichtbar und das kostet nur. Und jetzt gehen die in Rente und jetzt suchst du einen neuen Sicherheitsmanager, so eine Führungskraft. Ne? Vielleicht ein 500-Mann-Betrieb oder vielleicht auch mehr, 1000 und mehr, Großbetrieb. Und jetzt suchst du da einen Manager und sagst, okay, ich muss den haben. Jetzt kommt er bei dir ins Bewerbungsgespräch und dann fragt er dich, ja, wo ist denn bei Ihnen die Unternehmenssicherheit angegliedert? Ah ja, die haben wir da beim Facility Management, da in dieser Sparte, in dieser Division, da hinten irgendwo. Weil es ist ja nicht immer überall die Sicherheit bei der Geschäftsleitung oder direkt beim Vorstand. Und dann sagst du, ja gut, und wie sieht es denn mit einer Sicherheitspolicy, mit einem Leitbild, mit einer Unternehmensstrategie aus? Haben Sie da was? Kann ich da mal was anschauen? Nö, das sind wir, das wollen wir nicht zu groß aufbauschen. Wissen, wir sind da noch ein bisschen bürgerlich gut praktikabel unterwegs und so. Hast du das Gefühl, der will bei dir arbeiten? Wenn der schon merkt, dass deine Wertschätzung zu diesem Thema nicht da ist, da sagt er sich doch, nee, Moment, ich gehe woanders hin. Und das ist der Grund, und jetzt machen wir das Ganze auf, also nicht nur Unternehmenssicherheit, sondern wirklich aufmachen. All die Funktionen, die heute in Unternehmen von Mitarbeitern gemacht wurden, der Babyboomer-Generation und vielleicht Generation X, die auch noch so danach dann kommt, all diejenigen, die ein gewisses Pflichtbewusstsein haben, all die, die eine gewisse, sage ich jetzt mal, Aufopferungsbereitschaft, eine gewisse Hierarchie denken, ein gewisses, da musst du jetzt durch und mach das jetzt mal und mach's zu Ende und so weiter, all die, die gehen. Ja. Irgendwann, in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Und all die Organisationen, vor allem die großen, die ja so träge sind, wie wir es heute gesagt haben, mit dem Wasser, die es verpassen, all diesen Funktionen einen Wert, einen Sinn zu vermitteln und diesen Wert, diesen Sinn auch dementsprechend zu entlöhnen, die
werden Probleme bekommen. Und jetzt rede ich nicht nur von der Sicherheit, die werden Probleme bekommen, ihren ganzen Apparat aufrechtzuerhalten. Weil da Ja. will niemand mehr da arbeiten. Das ist vorbei dann. Du sprichst mir aus dem Herzen. Ja, ich habe jetzt auch lange geredet. Ich hoffe, aber es Ja, passt doch. ich sauge auch jedes Wort auf. Also wir müssen dann auch langsam unser Interview beenden, leider, leider. Ich glaube, ich werde dich ein zweites Mal drin haben, weil ich sauge wirklich jedes Wort auf. Das ist ja der Grund, weswegen wir den Herzerwärmer Club auf die Beine gestellt haben. Weil diese ganzen leichten, bisher undefinierbaren Emotionen, dass jemand sich findet, sich austauscht, versteht, wofür er auf dieser Welt ist, wofür er seine Arbeit macht, das kommt erst in den nächsten Jahren. Und es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die noch lange nicht so weit sind, darüber nachzudenken, was ihr Mitarbeiter eigentlich wirklich könnte, wenn er wüsste, was in ihm steckt. Genau. Und das immer wieder beim Thema Führung. Ja. Ne? Das große Thema, wenn ich zum Beispiel an Sicherheitskongresse gehe, ne? Nehme ich einfach mal diese Art von Kongressen, dann sage ich da auch oft, was nützt es euch, wenn ihr hier in diesem großen Saal mit Hunderten von Leuten oder tausend Leuten, was nützt es euch, wenn ihr hier alle Bescheid wisst, aber ihr kriegt das Thema nicht dahin, wo es hingehört, in die Genau, Führungsetage. Und da ganz geht es mit genau. all den Themen geht's um dasselbe. Und hier muss einfach der Switch, die Anstrengung von all diesen Verbänden, von all diesen, sage ich jetzt mal, Interessensgemeinschaften, von all diesen Leuten, die da arbeiten und sich da einbringen, ob jetzt in Einzelpersonen oder wie gesagt in Gruppen, die müssen die Führungsebene anpeilen. Ja. Die Ziel, weißt du, ich sage mal, vielfach ist es ja so, die Zielgruppe wird, Persönlichkeitsentwicklung ist meistens privat, die Person und Führungsentwicklung, da reden wir immer von Führung, ja, Management-Tools, Soft-Skills, Mitarbeiterführung und so weiter und so fort, ne? Ja, aber wer redet denn mit den Führungskräften darüber, dass es da wirklich darum geht, Menschen zu gewinnen und erfolgreich und sicher zum Ziel zu führen? Und wer Genau. geht da rein und sagt, wollen Sie überhaupt führen? Also ich habe da schon Kritik geerntet im ersten Moment, als ich Das solche glaube Fragen ich. gestellt habe. Aber im Nachhinein ist es immer positiv rausgekommen. Weil entweder sind die dann gegangen und haben gesagt, das ist nichts mehr für mich, oder sie haben die richtigen Mitarbeiter an Bord gehabt. Ja. Führung des Unternehmens, Führung der eigenen Person hat mit Klarheit und mit der Vision zu tun. Das ist ein herrliches Stichwort. Ich halte noch mal deine Frage rein, die gepasst hat wie die Faust aufs Auge, wenn man sie ein bisschen vom Arbeitsweg wegnimmt, sondern zum Weg. Der Weg ist das Ziel. Und wie funktioniert der Weg? Also, Toni, ich würde gerne in den Beschreibungstext von dir alle Links reinpacken, falls jemand zum Thema Führung, Sicherheit eine Frage hat oder gern dein Buch kaufen möchte. Gerne. Und ich persönlich möchte dich unheimlich gerne in ein paar Monaten nochmal im Interview haben und wir dürfen uns auf keinen Fall aus den Augen verlieren. So viel Gänsehaut auf einmal, so viel auch für mich und meine Arbeit. Ich fühlte mich auch sehr verstanden. Es ist wirklich total schön, was da gerade passiert ist. Also darf ich dich für ein nächstes Interview einladen in den nächsten Monaten? Ja, Cool. darfst du. Natürlich darfst du. Ich bin auch gerne bereit, da ein anderes Thema anzuschneiden, was auch immer du davor hast. Es ist ja Ich wichtig, weiß dass das auch wir. nicht. Weißt du, das ist das Leben. Von diesen Fragen gibt es 101. Ich weiß nie, was in einem Interview passiert. Ich weiß nie, was kommt. Aber ich glaube, dass man schon die richtige Frage zieht. Ja, und vor allem ist es ja schön, dass die Zuhörer und Zuschauer, die dann auch etwas mitnehmen können. Manchmal passt es weniger. Aber wichtig ist, dass auch egal, wer diesen Podcast und wo auch immer hört, warum höre ich es und was kann ich dabei rausnehmen? Man kann immer was rausnehmen. Manchmal ist es ein bisschen offensichtlicher und manchmal ist es ein bisschen versteckter. Geniale Schlussworte. Also ich drücke jetzt, liebe Leute, die ihr dazu hört und zuschaut, ich drücke jetzt den Aufnahmeknopf beenden. Wir sagen schon mal Tschüss, hä? Also für die Zuhörer und Zuschauer. Womit hast du jeden Tag zu kämpfen? Kollegen, Stress, deinem Leben? Teile es uns mit und lass dich vom Herzerwärmer-Team unterstützen, deine Welt mit Lebensfreude zu füllen.